WeChain 2.0 kommt schon innerhalb eines Monats. WeSwap 2.0 und DeFi hält dann auf der WeChain Blockchain ein. Und da stellt sich dann eben auch die Frage, wie der Guy das gerade gemacht hat, kann WeChain genauso hoch spiken, wie es BNB getan hat? Und meiner Meinung nach auf jeden Fall schon. Überlegt mal hier, ist BNB ein bisschen hochgestiegen, aber so richtig hochgespiked ist es bei einem Market Cap von 20 Milliarden, wo es wirklich dann eben parabolisch nach oben ging. Wenn wir uns jetzt aber WeChain angucken, wo wir denn zur Zeit sind, wo sind wir denn da zur Zeit? Wir sind zur Zeit bei 2,6 Milliarden. WeChain ist nochmal deutlich kleiner als BNB, es war, als es hochgespiked ist. BNB ist dann letztendlich bei 50 Milliarden gelandet, 50 Milliarden Market Cap. 50 Milliarden Market Cap. WeChain braucht 60 Milliarden, wenn ich mich nicht irre, um einen Dollar zu erreichen. Und was wir da sehen könnten dann bei WeChain, wären mindestens 20 Cent, also mindestens. Also das ist jetzt schon negativ gedacht von mir, ja, 20 Cent. 30 Cent sind eher so realistisch, was WeChain dadurch erreichen kann. Natürlich ist davon abhängig, wie das alles funktioniert, ob es auch gut funktioniert, wie es von der Community aufgenommen wird. Aber die WeChain-Familie ist dann doch ziemlich immer hyped. Alle sind geil auf WeET und WeTor und dementsprechend wird das feuchtfröhlich benutzt werden, da bin ich mir sicher. Und das ist halt eben genau das, was wir brauchen auf dem Weg zum Dollar. Wir jagen schließlich immer dem Dollar bei WeChain hinterher. Auf der Jagd nach dem Dollar ist das eine der Hürden, die WeChain auf jeden Fall nehmen sollte. Und da bin ich halt eben noch gespannt, was nächsten Monat uns alles erwartet. WeChain 2.0, DeFi. Und dann hat Sunilu ja noch ein paar Überraschungen für uns. Vielleicht eine DHL-Kooperation, McDonald's-Kooperation. Das steht ja alles noch so ein bisschen in der Luft. Und das Neujahrsfest, das soll ja noch bis zum 27.02. gehen. Das sind ja 15 Tage, wie das geht. Und wenn die dann alle ausgenüchtert haben, dann wird er im März mit ein paar sicherlich ganz tollen Announcements um die Ecke kommen. Und dann bin ich wahnsinnig gespannt, was uns die ganze Sache hier bringen wird. Ich als WeChain-Holder freue mich natürlich, das alles ausprobieren, die komplette Plattform mal so ein bisschen zu erforschen und all die Token, die dann eben darauf released werden. Also verpasst das nicht. Tradet jetzt nicht hin und her. WeChain ist gerade im Sale. Das sinkt ja immer weiter. Eine gute Strategie, wie ihr das machen könnt, ist einfach, dass ihr sagt, ich weiß nicht, ob es noch weiter sinkt, also warte ich mit meinen 100%, die ich investieren möchte. Wir können es auch so machen, dass ihr sagt, okay, jetzt ist WeChain gerade im Sale, ich investiere 25% von dem Betrag, den ich investieren möchte. Dann sinkt WeChain vielleicht noch mehr. Oh, sagt ihr, geil, nochmal 25%. Und so tastet ihr euch heran. Falls aber WeChain jetzt wieder richtig hochschießt, also was heißt hochschießt und wieder auf zum Beispiel 42 Cent geht, könnt ihr erneut 25% investieren. So würdet ihr quasi im Durchschnitt am besten wegkommen. Und so müsst ihr nicht die ganze Zeit vor dem Chart hängen. Aber das ist natürlich alles eure Entscheidung. Macht, wie ihr das für richtig haltet. Aber so würde ich das machen. Und das hat bisher immer ziemlich gut funktioniert. Okay, das soll es damit gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, habt ihr den Spike nach unten gesehen? Also zurzeit ist es ziemlich bearish hier. Ach du Scheiße. Und ihr dachtet, es kommt kein Einstiegspunkt mehr. In den Kommentaren, du hast doch gesagt, das geht jetzt noch tiefer, also ich sehe das nicht, also ich habe das jetzt gekauft bei 6 Cent, also ihr seht, so der Markt ist schon stark volatil, nach ganz viel Hype, naja, kommt genau das, also es ist nie vorbei, lehnt euch zurück und genießt einfach die Show im März.
und verpasst es nicht. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao.